Hallo und herzlich willkommen zurück bei Fallout 4. Wir sind hier beim letzten Mal auf der Finch Farm stehen geblieben, nachdem wir uns in der letzten Folge Longneck Lukowskis Konservenfabrik angeschaut hatten. Und in dieser Folge möchte ich mir mal die Zeit nehmen, mich hier ganz in Ruhe um die Finch Farm zu kümmern und ein paar grundlegende Dinge zu tun. Wir haben hier zwar schon einiges gebaut, aber immer bloß so nebenbei. Und das möchte ich in dieser Folge mal ein bisschen überarbeiten und besser machen. Aber zunächst sollten wir uns mal mit Piper unterhalten. Hey, was kann ich für dich tun? Ich will mit dir bloß reden, hör mal auf da. Ach, das möchte sie wohl gerade nicht. So, Piper soll mal herkommen, sie hat immerhin noch ein bisschen was in der Tasche. Hey, was gibt's denn zu tun? Ich möchte dir bloß was abnehmen. Wahrscheinlich habe ich ja was, was du brauchen kannst. Exakt. Und zwar nehmen wir ihr natürlich zunächst den ganzen Schrott ab, den wir drüben in der Konservenfabrik eingesammelt haben. Und da ist wieder so einiges zusammengekommen. Und Piper muss das nicht länger mit sich rumtragen, die Gute. Wir haben ja jetzt auch eine romantische Beziehung mit ihr. Und wir werden ihr auch mal die Rüstungsteile abnehmen. Ich glaube, die können wir hier gut gebrauchen. Aber jetzt werden wir erstmal eins machen. Natürlich den Schrott hier in die Werkstatt werfen. Und uns mal ganz kurz aufs Ohr hauen. Ich möchte mich auf jeden Fall ausschlafen. Wir müssen das hier nicht unbedingt bei Nacht machen. Also schlafen wir mal, ich würde sagen 5 Stunden. Dann haben wir auch wieder den 15%igen Bettgeflüster-EP-Buff. Was für ein traumhafter Abend. Und Piper ist schon wach. Und wir werden uns hier gleich mal um ein paar Dinge kümmern. Wir fangen mal als erstes mit einer Versorgungsroute an. Ich möchte diesen Siedler hier rüber zum Leuchtturm schicken. Also er soll eine Versorgungsroute von hier rüber zum Kingsport-Leuchtturm übernehmen. Und Jake dürfte nichts zu tun haben, ganz genau. Er wird zum neuen Plünderer. Verstehe. So, er hat es jetzt verstanden. Beim ersten Mal wollte er wohl nicht. Und hier liegt noch ein bisschen was rum. Moment. Darum kümmern wir uns ganz kurz. Die Benzinkanister werden einfach verschrottet. Die können immerhin explodieren. Und das muss ja nicht sein. Und eine Mutterbeere muss hier ohne rumliegen. Haben wir hier noch was rumliegen? Ja. Noch eine Mutterbeere. Wir schauen mal ganz kurz hier rein. Hier können wir gleich mal was machen. Eigentlich müssten wir hier aufräumen. Hier sieht es wirklich aus wie auf einem Schrottplatz. Naja, das ist nicht besonders schön. Aber hier kriegen wir auf jeden Fall einen Schlafsack hin. Und hier drüben liegt noch eine Mutterbeere rum. Naja, die werden wir einfach mal in die Werkstatt einlagern. Und da drüben einfach mal einen Schlafsack hinlegen. Dann haben wir schon mal ein Bett mehr. Wir müssen uns auch um die Hütte auf jeden Fall kümmern. Die steht ja da so an der Grenze des Gebiets. Und eigentlich fehlt da drin an einem weiteren Bett. Ja, da könnten wir eigentlich noch eins hinkriegen. Wir werden das mal wie folgt machen. Wir werden mal dieses Bett hier verschrotten, oder wir haben schon verschrottet. Das werden wir neu bauen. Und wir werden mal den Koffer hier leeren. Da haben wir jetzt ein Minuteman-Outfit. Wir werden mal unsere Rüstungsteile verteilen. Ich will nur etwas Ausrüstung mit dir tauschen. Schieß los. Wir werden mal Jake Finch ordentlich ausstatten. Er war ja bei den Geschmiedeten, beziehungsweise wollte bei denen sich betätigen, nennen wir das mal so. Und wir werden ihn jetzt zu einem Minuteman machen mit Scharfschützengewehr. Er kriegt von uns mal noch eine 308er Patrone. Naja, er kriegt ein paar mehr. Er kriegt mal 17. Wir haben 1117, eigentlich brauchen wir nur eine Patrone. Aber wir wollen ja mal nicht geizig erscheinen. Und wir werden ihm auch noch das Minuteman Outfit geben. Und ich glaube, wir haben noch was für ihn. Ja. Die Lederrüstung, also den Lederrüstungsharnisch, der war doch so schwer. Ich glaube, das steht ihm. Na bloß gut, dass das hier gerade zensiert wird. Ihm fehlt nämlich das Minuteman-Outfit und der Milizhut. Ich glaube, das sieht ganz gut aus und möchte noch mal ganz kurz was schauen. Können wir ein paar Sachen tauschen? Okay. Ich glaube, ich habe nämlich vergessen, ihm das Scharfschützengewehr auszurüsten. Nein. Sehr gut. Dann ist er jetzt ein Minuteman. Dann werden wir uns mal noch um seinen Bruder kurz kümmern. Der ist hier auf den Feldern wohl am Gange. Das ist Abigail und das ist Daniel Finch. Wir sollten die beiden irgendwie unterscheidbar kriegen.
Ich habe einige Waren zu verkaufen. Schau sie dir mal an. Ah ja. Ich will aber bloß mit dir handeln. Daniel. Ich habe einige Vorräte zu verkaufen. Was wir aber nicht brauchen, ist noch mehr Schrott. Davon haben wir schon genug. Ja, wir haben auch gerade welche mitgebracht. Ich möchte ein paar Sachen tauschen. Klar. Daniel Finch sieht ein bisschen aus wie seine Mutter Abigail Finch. Von daher werden wir mal gucken. Wir haben doch Mützen eingesammelt. Und er hat keine Waffe. Er kriegt mal die Kampfflinte. Die ist ohnehin nicht wirklich viel wert. Und wir brauchen die nicht. Das heißt, er braucht natürlich auch noch ein paar Schrotpatronen dafür. Wir haben 443. Er bekommt mal ein paar davon. Ich würde sagen, 14 klingen doch ganz gut. Oder 24. Wir geben ihm mal 14. Das ist mehr als genug. Und wir gucken mal bei den Kleidungsstücken. Wir haben eine Küstenwachenmütze und wir haben eine Kapitänsmütze. Na, die passt doch. Die gibt auch noch Ausdauer. Jetzt läuft er leider weg. Na, ich würde sagen, das steht ihm aber. Und wir können ihn jetzt von seiner Mutter besser unterscheiden. Und wir werden uns gleich mal hier um die Anpflanzungen kümmern. Hier sollten wir erstmal ein bisschen aufräumen. Bin ja sonst dagegen, sowas wegzunehmen. Aber hier, auf den Feldern, da müssen wir keine Asthaufen haben, bin ich der Meinung. Und wir gewinnen auf jeden Fall noch ein bisschen Platz hier. Wir haben hier 12 Essen. Aber die kümmern sich doch eigentlich zu dritt um die Anpflanzung. Na, wir sollten vielleicht noch ein bisschen was Neues anpflanzen. Ich glaube, jetzt haben wir hier erstmal alles entfernt von den Feldern. Das sieht auf jeden Fall erstmal so aus. Naja, wenn nicht, dann werden wir einfach nochmal ein bisschen was verschrotten oder verwerten. Wir werden mal noch ein paar Pflanzen hier platzieren und für mehr Essen sorgen. Also wenn die sich hier schon zu dritt um die Anpflanzungen kümmern, dann sollten sie eigentlich 18 Essen produzieren und nicht nur 12. Wir fangen mal mit Mais an. Hier drüben passt doch noch eine Maisstaude hin. Nutzen wir die Furchen. Mal gucken, ob wir das hier auf 18 kriegen. Müssten wir eigentlich, das sollte kein Problem sein. Mais haben wir auf jeden Fall genug. Wir platzieren erstmal 2 auf jeden Fall davon. Nein, wir werden auch eine dritte platzieren. Das ist gerade auf 13 hochgegangen. Wir haben auf jeden Fall eine ungerade Anzahl hier bei den Pflanzen. Was haben wir denn noch alles? Wir haben noch Klingenkorn. Und Klingenkorn steht auch da drüben. Dann werden wir einfach mal ein Klingenkorn hier platzieren. Auch immer schön zum Dekorieren. Und da drüben, da können wir auch noch was anpflanzen. Hier am Zaun. Haben wir genug Kronkorken für neue Stiefel? Warum? Deine sehen doch gar nicht so schlecht aus. Ich bin mir sicher, die kannst du noch ein paar Monate tragen. Das sagst du so einfach. Du trägst sie ja nicht. Die Sohlen lösen sich. Manchmal flattern die beim Gehen so stark, dass sich das anhört, als ob mir jemand applaudiert. Vielleicht zeigen sie nur, wie sehr ihnen deine ganze harte Arbeit gefällt. Sehr witzig. Aber ich meine es ernst. Die Dinger machen nur Ärger. Da könnte ich auch gleich barfuß gehen. Ich schau mal, was wir haben. Viel ist es nicht, aber es könnte reichen. Mehr muss ich nicht wissen. Ein hübsches Gespräch zwischen Daniel und seiner Mutter. Und so schlimm sahen doch seine Schuhe gar nicht aus, aber von wegen Stiefel. Das sind einfache Sportschuhe, die er trägt. Nun gut, wir werden hier mal mit dem Essen weitermachen. Und danach werden wir uns wohl mal ums Wasser kümmern. Wir werden mal hier noch zusätzlich Tattoo-Pflanzen platzieren. Das machen wir mal so wie im Fischreiaturenjachthafen und platzieren die mal abwechselnd. Und ich drehe sie dabei ein bisschen, damit es nicht so langweilig aussieht. Mal gucken, ob wir das hier auf 18 kriegen. Das sollte eigentlich kein Problem sein. Na bitteschön, da haben wir es auch schon auf 18. Großartig. Dann sind wir mit dem Essen fertig. Und wir werden uns mal runter zum Strand begeben. Und auf dem Weg dahin noch was wegrasen. Und zwar diese beiden Autos hier. Die sind auf jeden Fall so weit intakt, dass sie explodieren können, im Gegensatz zu dem hier. Hier unten haben wir auf jeden Fall eine Stelle, die ins Wasser reinragt. Hier möchte ich gerne
einen Wasseraufbereiter platzieren. Dann nehmen wir wieder den kleinen. Der genügt, der produziert ja 10 Wasser. Allerdings brauchen wir jetzt auch noch etwas Strom. Und da ich hier keinen lauten, lärmenden Generator bauen möchte, werden wir wieder das Windrad bauen. Außerdem passt das hier, glaube ich, ganz gut an die Küste. Und hier im Wasser sieht das doch, glaube ich, ganz gut aus. Verkabeln wir das Ganze mal und versuchen mal den Wasseraufbereiter noch etwas netter und dichter am Windrad zu platzieren. Na bitteschön. Ich glaube, das sieht ganz gut aus. Und wenn wir dann vielleicht mal wieder aus der Richtung kommen, da drüben ist das Pumpenhaus und da hinten, irgendwo am Horizont, da müsste unser Leuchtturm sein. Dann sind wir damit auch schon fertig. Wir haben 18 Essen, 16 Wasser und wir haben 7 Betten. Eigentlich müssten wir uns noch um weitere Betten kümmern. Das werden wir auf jeden Fall machen. Aber ich möchte mich auch noch um den Schutz kümmern. Naja, vielleicht machen wir das jetzt gleich. Wir können uns mal darum als erstes kümmern. Ja, fangen wir damit an oder machen damit als nächstes weiter. Ich würde gerne noch etwas sehr Grundlegendes hier bauen. Und zwar ein Handelskarawanenposten. Hier an der Kochstation findet sich ja auch ab und zu Doc Weathers ein, aber eben auch nur er. Von daher werden wir das mal wie folgt machen. Diese Hüttenbrücke uns hier erstmal vornehmen. Die soll da auf jeden Fall stehen bleiben, aber die möchte ich mal neu bestücken, beziehungsweise etwas anders bestücken. Da soll noch ein weiterer Geschützturm rauf. Und ich habe mir das mal ausprobiert. So geht das etwas besser. Also sprich, die Hüttenbrücke absenken und mit der Seite, die nach unten zeigt, beziehungsweise die so nach unten ragt, in die Richtung platzieren, wo ein mittleres Geschütz hin soll. Und dann sollte das hier recht problemlos gehen. Und vor allem einfacher, als wenn die Hüttenbrücke schon aufgestellt ist und nach oben gezogen ist. So sieht man wenigstens, was man tut. Und das hier ist immer noch eine gute Stelle für eine Hüttenbrücke. Und jetzt schwebt sie nicht mehr. Großartig. Und hier werden wir mal jetzt noch besagten Handelskarawanenposten platzieren. Also der ist, wie ich finde, unerlässlich für alle Siedlungen. Oder auf jeden Fall für uns. Und ich glaube, das sieht ganz gut aus. Ich glaube, das können wir so lassen. Und jetzt werden wir uns einfach um die ganzen Hüttenbrücken kümmern. Und die genauso bestücken und ausstatten mit einem weiteren Geschütz und neu platzieren. Da werden wir mal diese ungefähr da platzieren. Und wie gesagt, erstmal die Geschütze hier neu drauf ausrichten. So geht das eigentlich am besten. So habe ich mir das jedenfalls ausprobiert. Und das scheint auch gut zu funktionieren jetzt hier. Ohne Probleme und ohne, dass man da lange die entsprechenden Positionen suchen muss. Und so sieht das hier bei dir auch schon gut aus. Dann ziehen wir die nach oben und dann haben wir das eigentlich auch schon. Und hier zwischen dem Schrott, na, da fällt doch die Hüttenbrücke fast gar nicht auf. Den möchte ich auf jeden Fall auch liegen lassen. Das ist nämlich ziemlich charakteristisch hier für die Finch Farm. Abraham Finch ist ein Schrottsammler. Also wenn man hier eine Weile steht und den Gesprächen zuhört, dann ist das recht unterhaltsam. So wie eben auch mit dem Gespräch, bei dem es um die Stiefel ging. Ich glaube, das sieht hier schon ganz gut aus. Hier unten könnten wir noch eine Hüttenbrücke platzieren. Vielleicht machen wir das noch. Aber ich möchte mich erst einmal um die existierenden kümmern. Und da drüben haben wir noch 2. Die möchte ich auch neu platzieren. Hier haben wir auch einen Reifenstapel, bisher so einen Reifenhaufen. Das bietet sich doch an, wenn wir diese Hüttenbrücke einfach hier drüben platzieren. Da fehlt jetzt allerdings ein Geschützturm. Ah ja, der schwebt da oben. Den werden wir mal jetzt hier wieder drauf platzieren. Der ist irgendwie der anderen Hüttenbrücke zugewiesen worden, als wir sie gebaut haben, die Geschütze. Und jetzt können wir das hier mal richtig machen. Also viel Zeit muss sein. Und wenn wir dann das nächste Mal vielleicht hier sind, dann können wir vielleicht noch ein bisschen mehr machen. Aber wenn wir jetzt hier für genug Essen und Wasser gesorgt haben, was wir ja schon jetzt erledigt haben und dann auch noch mindestens einen Punkt Schutz pro Siedler haben und jeder ein Bett mit Dach über dem Kopf hat, dann sorgen wir im Prinzip auch für 80 Moral, rein rechnerisch jedenfalls. Also
müssen wir uns jetzt nicht um den Laden oder Freizeitaktivitäten kümmern. Das genügt auf jeden Fall, wenn man sich darum erstmal kümmert. Und wir werden uns mal um diese Hüttenbrücke hier noch kümmern. Die werden wir genauso bestücken. Bisschen langweilig jetzt vielleicht, aber das muss auch sein und gehört irgendwie auch zu Fallout dazu. Und wenn man dann hinterher das schönere Ergebnis hat, naja, dann ist das auch sehr befriedigend. So, ich glaube, das sieht schon ganz gut aus. Wir werden uns mal noch um eine weitere Hüttenbrücke kümmern und um die Geschütztürme hier drauf. Die werden wir mal runternehmen, auf jeden Fall zwei schon mal. Und dann werden wir gleich noch einen dritten hier platzieren und eine weitere Hüttenbrücke bauen. Und die hier vorne hinter den Tattoo-Pflanzen, hinter dem Zaun platzieren. Da ist auch noch eine schöne Stelle und da müsste sie eigentlich hingehen. Ja, aber bestücken möchte ich sie erstmal hier vorne, die Hüttenbrücke. Das macht sich etwas einfacher. Durch Wiederholung lernt man das am besten. Ich wünschte mir dennoch, dass man das kopieren könnte. In Fallout 76 gibt es ja eine Funktion, sich Blaupausen zu erstellen und das dann immer wieder zu bauen. Das geht dann doch etwas einfacher. Da hatte ich auch in Fallout 76 immer eine Blaupause für solche Konstruktionen, die man mal schnell irgendwo errichten wollte. So, da haben wir schon mal eine, aber ich glaube, dieser Geschützturm da steht etwas über. Und jetzt haben wir genau das Beispiel, deswegen das von unten etwas schlechter ist, aber dass sie sich auch ganz gut machen. Der steht akzeptabel an der Kante und wir haben hier auf der Hütte noch einen weiteren Geschützturm. Den nehmen wir mal mit und dann bauen wir unten am Strand wirklich noch eine weitere Hüttenbrücke auf. Da, wo ich gesagt hatte, dass ich das auch noch anbieten könnte, nämlich hier unten. Hier sieht das noch so nüchtern aus. Dann vergreift sich da auch keiner an unserem Wasser, hoffe ich jedenfalls. Und aus der Richtung kann auch gegebenenfalls was kommen. Da drüben ist ja auch Saugus Ironworks. Und Schutz darf hier auf der Finch Farm, denke ich, nicht fehlen. Die ist ja jetzt mittlerweile zu einem richtigen Knotenpunkt hier auch geworden. Jetzt haben wir einige Versorgungsrouten hierher. Die von County Crossing führt hierher. Wir haben die Versorgungsroute rüber nach Nahant. Wir haben die Versorgungsroute von der Kinderkrippe Greentop hierher. Und wir haben dann auch noch die Versorgungsroute jetzt rüber zum Leuchtturm. Ich hoffe, ihr habt jetzt nicht doppelt gesagt. Also, wir haben hier vier Versorgungsrouten, die herkommen. Kurz gefasst. Und jetzt werden wir mal die hier auch noch komplettieren. Uns fehlt noch ein Geschütz und dann sind wir auch mit dem Schutz fertig. Und dann werden wir uns noch um die Neuplatzierung der Hütte kümmern. Und die Hüttenbrücke, ja, die lassen wir einfach hier stehen. Das genügt auf jeden Fall. Ich glaube, sie hat etwas geschwebt. So, das soll es damit gewesen sein. Wenden wir uns mal etwas anderem zu. Und zwar der Hütte, die wir da haben. Die möchte ich gerne versetzen und noch aufräumen. Muss auch sein. Ah ja, die Wasserpumpe kriegen wir nicht besser platziert im Moment. Dann lassen wir das so. Da haben wir noch den Koffer drin. Den nehmen wir mal einfach mit der gesamten Hütte mit. Und die Hütte möchte ich gerne hier drüben platzieren. Die müssen wir jetzt hier irgendwo erstmal abstellen. Und ich glaube, wir müssen uns erstmal ein bisschen Baufreiheit hier schaffen. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts weggerissen. Das klang gerade so. Das schien aber nur jetzt tatsächlich sich hier um die Baumgruppe gehandelt zu haben. Wir nehmen auch diesen Baum hier weg. Haben wir hier noch irgendwas, das stört? Sieht erstmal nicht so aus. Hier liegt nichts weiter rum. Doch, hier ist noch ein Asthaufen. Und hier haben wir eine Stelle, da haben wir nicht allzu viel Gras. Dennoch benötigen wir hier Hüttenfundamente, um das zu bauen, was ich jetzt gerne bauen möchte. Nämlich die Hütte in etwas schöner. Wir werden mal hier drüben beginnen, neben diesem Strauch und das Fundament mal hier an der Kante ausrichten. So sieht das schon ganz gut aus. Lass mal ein klein bisschen Abstand. Das sieht halbwegs parallel aus. Wir werden mal das noch ein kleines bisschen nach oben ziehen. Hier rechts haben wir noch ein paar Grasbüschel.
Und damit sollte die Höhe jetzt in etwa stimmen. Ich möchte mir das nochmal aus der Richtung hier anschauen. So passt das. Und ich möchte das Hüttenfundament um eine halbe Einheit wegziehen. Das heißt, wir brauchen diesen halben Hüttenboden. Und jetzt passt es. Und dann brauchen wir noch weitere Hüttenfundamente. Und die möchte ich gerne so ausrichten, dass sie die Balken alle in die gleiche Richtung haben. So, das wäre es auch schon. Und jetzt müssten wir hier drauf die Hütte ohne Probleme platzieren können. Mit einem leichten Überstand nach hinten. Genau hier möchte ich sie eigentlich haben. Aber das lässt sich gerade nicht machen. Das ist unschön. Dann stören vielleicht da drin die Objekte. Findet sie! Die werden wir mal rausnehmen. Was zum... So, platzieren wir mal das Zeug, was da drin ist, kurz hier draußen. Ich habe das Gefühl, das stört. Oder wir müssen die Hütte neu platzieren. Das kann auch sein. Platz sollte eigentlich genug sein. Wir probieren es jetzt mal von hier. Und hier ist irgendwas los und unsere Geschütze machen sich nützlich. Wir gehen mal ganz kurz gucken, bevor wir da weitermachen. Die Welt da draußen ist gefickt. Also hier ist reichlich was los. Gott, sieh dir nur mal das ganze Blut an. Das muss ziemlich gespritzt haben. Ich glaube, das war ganz richtig, dass wir hier die Schütze aufgebaut haben. Großartig, die konnten sich gleich nützlich machen. Ja, da oben hatten wir wohl wieder einen Gunner. Das hatten wir ja schon mal. Ja, und da drüben, da auf dem Schrottplatz, da haben sich auch Gunner eingenistet. Man sieht's, da drüben ist das Symbol der Gunner. Und da sehen wir auch Jake Finch jetzt mit gezogener Waffe. Ich würde sagen, das sieht ganz gut aus. Hier sollten wir noch eine Sache machen, sobald wir uns wieder im Baubereich befinden. Wir sollten das hier mal zu einer echten Siedlung der Minutemen machen. Dann machen wir also mit etwas ganz Unwichtigem weiter. Wir haben nämlich hier bei den allgemeinen Dekorationen auch noch Flaggen. Und da gibt es eine Minutemen-Flagge. Die sollten wir hier aufstellen. Jake hat ja gerade bewiesen, dass er ein richtiger Minuteman ist. Sah auf jeden Fall so aus. Wir stellen die mal irgendwo hier vorne hin. Ich würde sagen, da ist eine schöne Stelle dafür. So, jetzt haben wir einen Minuteman-Flaggenmast hier. Großartig. Wir machen mal mit unserer Hütte weiter. Das hatte ja eben nicht so gut funktioniert. Und wir machen mal eine Sache noch. Uns wird etwas leichter. Hier werden wir noch eine Leiter bzw. eine Treppe anbringen. Hier ist die ganz gut, denke ich. Dann hoffe ich, geht das jetzt. Na bitteschön, das sieht besser aus. Vielleicht hat das gerade geholfen, die Werkstatt zu schließen. Das kommt mir jedenfalls gerade so vor. Wir gucken mal, ob sie vernünftig steht. Ich würde sagen, eigentlich steht sie schon gut, aber ist leicht gedreht. Ja, jetzt lässt sie sich wieder nicht platzieren. Aber so geht es scheinbar. Und ich glaube, jetzt ist mein Perfektionismus befriedigt. Ja, sieht gut aus. Fast perfekt. Wir schauen mal auf der anderen Seite, wie es da aussieht. Sieht gut aus. Können wir so lassen. Wir werden als nächstes hier mal Geländer anbringen. Dann nehmen wir einfach die langen Hüttenbalkongeländer. Sehr schön, das hat geklappt. Ich hatte jetzt gerade schon Bedenken. Einen Moment lang sah es so aus, als würde es nicht passen. Und wir schließen mal hier das komplette Geländer. Sehr schön. Das wäre erledigt. Und dann können wir jetzt mal die Schlafsäcke da wieder reinlegen. Und ich würde sagen, die legen wir hier hin. Da, wo der blaue Strich ist, beziehungsweise unten der blaue Strich zu erkennen ist, da ist die Fußseite. Also ist jetzt derjenige, der hier schläft, in die Richtung nach rechts ausgerichtet. Nein, er schläft mit dem Kopf in die Richtung. Alles andere klingt irgendwie falsch. Wir werden mal den
mit der Kopfseite nach vorne hier in Richtung des schönen Ausblicks platzieren. Ja, ich würde sagen, der Ausblick ist ganz okay. Und wir sehen sogar von hier, da hinten, unseren Kingsport-Leuchtturm. So, jetzt werden wir mal hier weitermachen und erstmal für weitere Schlafgelegenheiten sorgen. Obwohl, ich würde sagen, wir haben noch ein bisschen Zeit. Wir machen das ein bisschen aufwendiger. Wir werden mal hier noch einen Teppich reinlegen. Gestalten wir die Hütte einfach mal ein bisschen aus. Ich denke, das darf auch nicht fehlen. Normalerweise bauen wir die Hütten bloß und stellen drei Betten rein. Aber diesmal machen wir das ein bisschen besser bzw. anders. Fangen wir doch mal mit einer Fußmatte an und legen die einfach hier auf die Türschwelle. Und da steht jetzt auch Welcome drauf. Na, das passt doch. Jetzt brauchen wir noch einen Teppich. Dann nehmen wir am besten den braunen. Also mir gefällt der auf jeden Fall besser. Und den legen wir einfach mal dahin. Jetzt überlege ich, wie wir das hier weitermachen. Ich würde sagen, das Bett kommt in die Ecke. Dann legen wir da schon mal einen Teppich hin. Ich glaube, so sieht das ganz gut aus. Dann machen wir auch direkt mal mit dem Bett weiter. Da möchte ich jetzt kein Vultbett natürlich verwenden, sondern dieses hier. So sieht das ganz gut aus. Ja, das gefällt mir. Und wir werden gleich mal bei den Möbeln weitermachen und hier noch eine Matratze natürlich hinlegen. Aber danach hier noch ein bisschen mehr machen. Legen wir die Matratze mal dahin vielleicht. Obwohl, ich habe gerade noch eine andere Idee. Platzieren wir sie erstmal da. Ich möchte mal was ausprobieren. Das ist doch eigentlich die gleiche Konstruktion wie bei diesen Wänden. Und da können wir sicherlich auch noch eine kleine halbe Hüttenwand platzieren. Ja, das scheint zu gehen. Mal sehen, wie sich die jetzt hier platzieren lässt. Scheinbar schlecht. Ich hoffe, sie ist dicht genug dran. Naja, nicht ganz. Das machen wir mal kurz anders. Und zwar gerade die ganze Hütte ausgewählt. Aber das sollte funktionieren. Aber wir werden eine kleine Hilfe benötigen. Und zwar werden wir mal hier auf eine Betonmauer bzw. eine Betonsäule zurückgreifen. Die muss jetzt hier ganz dicht an die Hüttenwand dran. Dann nutzen wir mal ein verstecktes Feature aus der Werkstatt, nämlich das Multiselect. Und dann platzieren wir mal hoffentlich diese Hüttenwand da, wo ich sie haben möchte. Ja, das sieht gut aus. Das wird. Ich glaube, das ist die perfekte Stelle. Schauen wir uns das mal ganz kurz an. Ja, das sieht sehr gut aus. Die Betonmauer können wir wieder einpacken. Das ist schön da reingeklippt. Sollte hoffentlich oben auch nicht allzu weit rausstehen. Das schauen wir uns jetzt mal nicht an. Sonst müssen wir das nochmal machen. Und wir werden mal mit dem Dekorieren weitermachen. Jetzt können wir nämlich die Matratze da drüben richtig hinlegen. Direkt an die Wand. Dann wird das hier etwas geschlossener. So sieht das gut aus. Und wir werden mal mit Möbeln weitermachen. Und zwar mit einem Sitzmöbel, würde ich sagen. Und zwar einer Toilette. Eine Toilette haben wir hier gar nicht. Und die Ecke bietet sich doch dafür an. Das war nämlich gerade meine Idee. Sehr schön. Das werden wir mal zu einer richtigen Toilette machen. Es gibt nämlich hier beim Wandschmuck bzw. den Zeichen auch Zeichen für Toiletten. Genau, da haben wir hier ein Restroom-Schild. Das werden wir mal hier irgendwie an die Wand anbringen. Hier unten wohl. Oder da drüben, ich glaube da oben an dem Balken können wir es besser platzieren. Das haben wir glaube ich zwei übereinander gebaut. Na, auch nicht schlecht. Dann platzieren wir das Schild doch einfach doppelt. Vielleicht draußen noch eins. Ja, ist ja nicht unbedingt ganz passend. Aber wenn wir schon zwei Zeichen haben, sollten wir sie auch verwenden. Haben wir immerhin vier Stahl für ausgegeben. Ja, ziemlich teuer, diese einfachen Blechschilder. Nun gut. Wir haben ja genug Stahl zum Glück. Dann platzieren wir auch noch diese beiden Schilder hier. Und dann haben wir hier eine nette Toilette. Ich würde sagen, das können wir so lassen. Machen wir doch gleich mal mit dem Dekorieren weiter.
Wir haben schließlich noch anderen Wandschmuck. Da werden wir mal so eine hängende Boje verwenden. Dann ziehen wir die doch da drüben. Ja, das sieht gut aus. Guck gerade, ob sie da irgendwo reinklippt. Sieht aber nicht so aus. Nein, das sieht gut aus. Na, dann würde ich sagen, nutzen wir doch die ganzen Bojen und platzieren die hier irgendwo. Vielleicht da drüben noch. Das sieht auch gut aus. Scheint auch nicht reinzuklippen. Das sind im Übrigen Objekte aus dem Farhaber-DLC. Das ist vielleicht ein bisschen groß hier. Ja, das geht hier nicht. Also die langen können wir nicht verwenden. Aber die kleinen hier, die müssten gehen. Also die geht auf jeden Fall. Da drüben ist doch eine nette Stelle für diese hängende Boje. Die ist auch ganz hübsch. Mal gucken, wo wir die anbringen. Vielleicht da drüben. Ja, das sieht gut aus. Dann haben wir noch dieses Ensemble hier. Mal gucken, wo wir die jetzt platzieren. Vielleicht hier drüben. Da gefällt es mir aber nicht. Vielleicht noch hier auf der Toilette. Nein, da passt es nicht so wirklich. Dann einfach hier. Und dann haben wir noch eine Variante, die wir noch nicht aufgehangen haben. Die könnten wir jetzt vielleicht hier drüben anbringen. Das ist denn nicht zu bunt. Na, sehr hübsch. Das sieht doch ganz gut aus. Eines fehlt hier aber noch. Nein, hier fehlen mehr Dinge. Wir werden mal noch einen Nachttisch hier platzieren. Dann können wir nämlich auch noch für Licht sorgen. Und wir werden noch für Sitzgelegenheiten sorgen, bin ich der Meinung. Die dürfen hier auch nicht fehlen. Machen wir mal mit den Stühlen weiter und suchen uns mal was Nettes aus. Ja, ich weiß was. Wir haben hier nämlich so Schrottstühle oder eigentlich sind das Küchenstühle. Und da gibt es den hier. Der passt, glaube ich, hier sehr gut auf die Farm der Familie Finch. Ich glaube, hier drüben an der Tür passt er am besten. Sehr schön. Jetzt brauchen wir eigentlich noch ein bisschen Licht. Aber ich glaube, wir brauchen auch noch weitere Sitzmöglichkeiten. Wir haben schließlich auch eine Veranda. Ja, da haben wir genug Platz. Da kommt ein Stuhl hin. Die Stühle haben, glaube ich, auch die Finchs hier auf ihrer Veranda stehen, wenn ich mich da richtig entsinne. Hier brauchen wir allerdings noch einen Tisch. Da nehmen wir natürlich keinen Holztisch. Es gibt noch Metalltische. Da haben wir entweder diesen eckigen. Es gibt aber, glaube ich, auch noch einen runden. Ja, ich glaube, der passt noch besser hier draußen hin. Das machen wir mal hübsch. Also in etwa so. Das passt doch. Und der Stuhl kann auch etwas dichter da ran. Vielleicht setzt sich ja dann auch Piper mal. Irgendwie steht sie die ganze Zeit da drüben an der Werkstatt rum. Das sieht doch schon gut aus. Aber jetzt fehlt noch eines. Und zwar etwas Beleuchtung. Da suchen wir uns mal hier als erstes die Kerzen, würde ich sagen. Oder die Öllampen. Passt eigentlich beides ganz gut. Fangen wir mal mit einer Öllampe an. Und platzieren die einfach ja hier unter dem Restroom-Schild. Finde ja immer, Details muss man so ein bisschen bündeln, damit sie ordentlich zur Geltung kommen. Und hier werden wir mal auch noch eine Öllampe platzieren. Das ist sehr Fallout-typisch. Immer wo Wege sind oder Eingänge sind, stehen ja eigentlich Öllampen oder ähnliches rum. Oder auch Kerzen. Aber jetzt werden wir uns erstmal für diese Öllampe hier noch eine Stelle suchen. Da drüben, das wäre ein bisschen übertrieben, da draußen haben wir schon eine. Dann nehmen wir doch die hier rein. Ich glaube, das ist noch etwas besser. Dann ziehen wir die mal hier am Fußende. Und dann suchen wir uns einfach noch eine Kerze. Also übertreiben möchte ich jetzt hier auch nicht. Obwohl ich glaube, dass ich das hier eigentlich schon tue gerade. Da haben wir auch die Kerzen. Und da platzieren wir mal eine darauf. Und ich glaube, wir brauchen noch eine andere Stelle für eine Kerze. Da drüben. Da brauchen wir noch irgendwas anderes. Da suchen wir uns mal Behälter. Das könnte passen. Ein Aktenschrank. Ist eine Kommode. Muss jetzt kein Aktenschrank sein. Wie man so einen Schrank nutzt, ist ja jedem selbst überlassen. Und da werden wir jetzt einfach noch eine Kerze drauf platzieren. Und dann soll es jetzt aber auch wirklich genug sein hier mit dem Dekorieren.
So, wir haben hier Licht. Wir haben genug Betten. Wir haben auf jeden Fall 9 Betten jetzt hier. Wir haben 18 Essen. Wir haben 16 Wasser. Wir haben 133 Schutz. Und wir haben einen Koffer, den wir noch unter das Bett legen können. So, jetzt soll es das aber wirklich gewesen sein. Genug gemacht. Schauen wir uns das Ganze nochmal an. Ich glaube, das ist ganz nett geworden und sieht ganz anders aus als unsere Hütten, die wir sonst so bauen. Ziemlich aufwendig gewesen, aber hat ganz gut geklappt. Und Piper hat sich wirklich auf den Stuhl gesetzt. Genau bei dem Stuhl habe ich doch eben gesagt, sie soll sich mal hinsetzen. Großartig. Wir haben uns auf jeden Fall um die Familie Finch gekümmert. Wo sind sie denn jetzt alle? Also hier haben wir Abigail. Da drüben ist Abraham, glaube ich, am Arbeiten. Wo sind denn die beiden Brüder? Gerade nicht zu sehen. Da ist Jake. Jetzt fehlt mir hier gerade Daniel. Wo ist der denn? Daniel ist nicht zu sehen. Vielleicht ist er auf Toilette gegangen, wer weiß. Oder unterhält sich gerade mit Doc Weathers. Nein, mit Doc Weathers schwatzt er gerade nicht. Das ist seltsam. Hingelegt hat er sich auch nicht. Den würde ich gerne nochmal sehen. Nicht, dass der vielleicht hier bei dem Angriff ums Leben gekommen ist. Das wäre schade. Wir gehen mal kurz gucken. Das interessiert mich jetzt. Hier hinten war doch was los. Mal sehen, ob wir irgendwas finden können. Wenn nicht, legen wir uns einfach hin. Oh, hier liegt irgendjemand Totes am Boden. Da haben wir einen Gunner. Na, bloß wie das wahrscheinlich gegangen sind. Was? Das ist sogar ein legendärer Gunner. Und der hat eine verstrahlende Harpunkanone für uns. Wir nehmen uns einfach alles mit. Greif einfach zu. Schon gemacht. Und da drüben ist noch irgendwer. Ich hoffe nicht, dass Daniel ums Leben gekommen ist. Also ich sehe ihn jedenfalls nicht. Wir werden mal eins machen. Wir werden mal zurückgehen und uns einfach aufs Ohr hauen. Dann taucht er vielleicht wieder auf. Also das möchte ich jetzt mal kontrollieren. Mich wundert das nämlich sehr, dass er hier nicht zu sehen ist. Eigentlich hätte er hier auf den Feldern sein müssen. Da ist er doch. Na bloß gut, dass der verschwunden war. Sonst hätten wir diese Harpunkanone nicht gefunden. Gut, dann werden wir uns dennoch mal ganz kurz aufs Ohr hauen. Wozu haben wir uns hier so eine hübsche Hütte gebaut? Müssen wir wirklich schon aufstehen? Ja, Piper, ich möchte noch woanders hin. Und zwar in der nächsten Folge möchte ich mich auf den Weg nach Good Neighbor machen. Für heute soll es das gewesen sein. Wir haben uns um den grundlegenden Ausbau der Finch Farm gekümmert. Hier gibt es jetzt eine Versorgungsroute, einen Handelskarawanenposten, genug Essen und Wasser. Und wir haben eine hübsche Hütte gebaut. Und ich hoffe, dass euch die Folge gefallen hat und ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid, wenn es hier mit Fallout 4 weitergeht. Bis dahin, macht's fein, ciao, ciao und bis bald.